Herzlich willkommen zu dieser weiteren Live-Session im Wissensmanagement MOOC 2019. Heute mit Wilma Sperling vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Ich hoffe, das ist richtig, Frau Sperling. Ja. Das Landesamt hat letztes Jahr an dem Wettbewerb Exzellente Wissensorganisation teilgenommen und wurde dort dann auch ausgewählt als Finalistin. Wir haben übrigens nächste Woche noch einmal eine Live-Session mit einer exzellenten Wissensorganisation einer ganz anderen Art, nämlich einem kleinen Fußballverein. Aber das nur schon mal als Vorgucker. Genau, das heißt, die Frau Sperling wird uns exzellentes Wissensmanagement vorstellen. Ganz kurz noch zu Ihnen, Frau Sperling. Sie haben oder sind Diplom-Informationswirtin. Das finde ich schon einen sehr spannenden Titel, ja. Studium der Information und Dokumentation an der FH Darmstadt. Also das ist natürlich sehr schön für das Thema Wissensmanagement, haben dann bei unterschiedlichen Organisationen in der Wissensarbeit gearbeitet, Roland Berger, Messe Frankfurt, bei der Rabobank, sind aber jetzt auch schon seit neun Jahren beim Hessischen Landesamt, haben dort in den ersten Jahren die Einführung des Qualitätsprozesses, Projekt und eben Wissensmanagement begleitet. Und heute ist, das haben Sie so selbst geschrieben, die Praxis und Weiterentwicklung des Wissensmanagements Ihre tägliche Aufgabe. Und da sind wir ganz gespannt, also ich zumindest, was es denn mit der Praxis und Weiterentwicklung des Wissensmanagements beim Landesamt auf sich hat. Und deshalb stoppe ich jetzt auch meine Übertragung und übergebe Bildschirm und Wort an Sie, Frau Sperling. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Ich werde versuchen, das greifbar zu machen, was das bedeutet, die Praxis und Weiterentwicklung des Wissensmanagements. Ich werde erstmal noch ein bisschen was zur Organisation sagen und zu dem, was ich mit Ihnen vorhabe. In dieser Live-Session des MOOC möchte ich bei Ihnen allen, also bei jedem einzelnen Bilder entstehen lassen, wie wir das hier tun. Das entsteht aus vielen Puzzleteilen und da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Geduld, weil sich so einzudenken in eine andere Organisation ist ja oft nicht ganz so einfach. Ich will Ihnen auch Geschichten erzählen, wie Wissensmanagement hier entstanden ist und was wir dabei erlitten und manchmal auch genossen und vieles gelernt haben, und möchte Ihnen auch zeigen, wie wir vorgegangen sind bei bestimmten Dingen, vor allem bei der Einführung von unserem WIMA-System und unserem Wissenstransfer, und Sie dabei auch die Techniken und Methoden betrachten lassen, wie wir das gemacht haben, und vor allem natürlich für Sie hoffentlich interessant die Erfolgsfaktoren aufzeigen und auch dazu vielleicht jeweils noch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist das, was ich mit Ihnen vorhabe. Zur HVBG. Sie haben gesagt Hessisches Landesamt. Das ist richtig. Die rechtliche Einheit ist das Hessische Landesamt. Das ist die Mittelbehörde, die zwischen Ministerium und den nachgeordneten Ämtern für Bodenmanagement steht. Davon haben wir 7, die dann, manche davon haben auch noch Außenstellen. Wir sind also über ganz Hessen verteilt. Sie sehen das im Hintergrund auf der Karte. Die roten Punkte sind die Ämter für Bodenmanagement. Und das Ganze zusammen heißt dann Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. Und Sie sehen hier unsere Produkte. Das ist Landesvermessung, Liegenschaftskataster, Geodateninfrastruktur, Geodatendienstleistung, Flurneuordnung, städtische Bodenordnung, Immobilienwertermittlung und Ausbildung. Auch Ausbildung ist ein eigenes Produkt bei uns. Wer sich da gar nichts drunter vorstellen kann, Landesvermessung, das ist im Groben, sage ich mal, für Laien, das wie Karten entstehen. Karten im Moment noch auf Papier, aber Map on Demand ist schon so ein Stichwort für die Zukunft. Liegenschaftskataster, da geht es um Gebäude hauptsächlich und Flurstücke und sowas. Geodateninfrastruktur, da geht es um ja quasi Autobahnen, wo Geodaten abgerufen werden können. Da gibt es einen EU-Standard, da gibt es Kommunen, die auch ihre Daten damit auf diese Autobahnen, wo man auch Auffahrten schaffen muss, quasi für die Daten der Kommunen, so sage ich es mal. Ganz eigenes Thema. Dann haben wir Flurneuordnung, das ist wieder was ganz anderes. Da hatten vielleicht einige schon Berührung. Das ist eben, wenn eine Straße gebaut wird oder eine Stromleitung, Fernleitung, dann müssen da Flurstücke neu geordnet werden. Und da geht es vor allem darum, dass die Landwirtschaft gut weiterarbeiten kann, aber auch der Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt wird. Und das koordinieren wir, begleiten wir die städtische Bodenordnung. Da passiert sozusagen Ähnliches in der Stadt.
und die Immobilienwertermittlung kennt vielleicht jeder, der schon mal ein Häuschen gekauft hat. Da kommt das nützlich. Und die Ausbildung, wie gesagt, wir bilden für uns aus, aber auch für die freien Vermessungsunternehmer. Ja, das ist die HVBG. Wenn Sie da mehr wissen wollen, gibt es auch eine Website natürlich. Nur, dass Sie so einen Eindruck haben, wir haben also viel mit Daten zu tun, viel mit Technik zu tun. Das geht von Satellitentechnik bis eben zu Webdiensten, wo wir unsere Daten anbieten. Und wir haben auch sehr viel mit Menschen zu tun, bei Flurneuordnung besonders. Ja, der Weg der HVBG. Wir hatten ganz am Anfang mal Begleitung vom Professor Nord und der hat gesagt, wissensorientierte Unternehmensführung zu leben, heißt sich auf Neuland zu begeben und zu experimentieren. Da komme ich ganz am Schluss nochmal drauf zurück. Das gilt für mich, das ist so, empfinde ich so und ich zeige Ihnen mal ein bisschen, wie der Weg der HVBG war. Man kann ja Wissensmanagement grundsätzlich angehen von der Technik her oder vom Personal her oder von der Strategie her. Das sind ja auch die drei Stellen im Organigramm, wo Wissensmanagement verortet sein kann im Wesentlichen. Hier bei der HVBG ging es mit der Technik los. Das waren äußere Zwänge damals, die dazu geführt haben. Es war also nicht wirklich eine Entscheidung, die sage ich mal, freiwillig getroffen wurde, weil damals das Intranet umgestellt werden musste und man an der Schwelle stand, macht man was Eigenes oder macht man beim Land Hessen im Mitarbeiterportal mit. Und wir hatten die Chance, was Eigenes zu machen und deswegen ist es damit losgegangen. Sodass zuerst das WIMA-System entstanden ist, aber von Anfang an im Projekt es ein Ziel gab, das sich mit personalisiertem Wissenstransfer beschäftigt hat, also wo wir gesagt haben, wir müssen was tun, damit das Wissen, was man gar nicht aufschreiben kann, auch hier bewahrt, weitergegeben und genutzt wird. Und das wollen wir auf alle Fälle uns angucken. Und das hat aber dann leider ein bisschen warten müssen, bis die Sache mit dem WIMA-System geschafft war. Aber heute sind wir soweit. Wir haben beides. Wir haben ein WIMA-System und wir haben Wissenstransfer. Da wenden wir verschiedene Methoden an. Da gehe ich später näher drauf ein. Und wir haben das Ganze auch in der Strategie verortet. Es hängt an unserem Zukunftskonzept mit dran. Und ja, insofern qualifizierten wir uns als exzellente Wissensorganisation. Gestartet ist alles mit einem Projekt. Das möchte ich gerne sagen. Das Projekt kam ursprünglich aus CAF. CAF wird Ihnen nichts sagen. Das heißt Common Assessment Framework. Das ist sozusagen die ISO 9000 für Behörden. Und da gab es aus der Mitarbeiterschaft heraus, da macht man so Selbstbewertungsgruppen und die Mitarbeiter haben damals gesagt, wir wollen was fürs Wissensmanagement tun. Und das war tatsächlich der Auslöser damals oder der finale Auslöser für das Projekt, sodass es ganz eng mit dem Qualitätsmanagement zusammenhängt. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben also diese beiden Bausteine jetzt fest installiert, WIMA-System und den personalisierten Wissenstransfer. Das WIMA-System bietet uns eine Wissensbasis, erkläre ich gleich noch genauer. Das ist quasi ein Wiki mit Dokumenten, Videos und allem Möglichen, ist aber auch ein Stück weit Intranet dabei im WIMA-System. Das ist das, was ich hier unter Aktuelles zusammenfasse. Protokolle, wir haben eine Kommunikationskultur, erkläre ich auch noch, sodass wir Protokolle veröffentlichen und die werden natürlich im WIMA-System zur Verfügung gestellt. Und wir haben auch ganz viele Informationen zu Prozessen und Projekten in diesem System. Beim personalisierten Wissenstransfer, den setzen wir ein bei Abgang und internem Wechsel und auch ja, temporären Abwesenheiten, sowas wie Mutterschaft oder Sabbaticals oder sowas. Da wird auch vorher geguckt, ist da ein Wissenstransfer vonnöten. Dann Schlüsselpositionen. Also es gibt ja Fälle, wo Leute gar nicht an Wechsel oder Mutterschaft oder Ähnliches denken, auch noch nicht an Ruhestand und diese Position aber so wichtig ist für uns in der HVBG, dass wir sagen, das Wissen muss breiter aufgestellt werden. Da ist es gut, wenn derjenige mal andere Leute hat zum Diskutieren und wenn andere eben ja, so viel wie möglich von ihm lernen und wissen, damit alles auf breiteren Füßen steht. Wissen aus Prozessen, dass ja, wir versuchen natürlich, das Wissensmanagement und das Prozessmanagement eng zu verzahnen. Und deswegen kümmern wir uns auch aufs Wissen, was in Prozessen entsteht und wollen es auch im WIMA-System so darstellen, dass es mit den Prozessen verknüpft ist. Da sind wir noch nicht ganz so weit, wie wir gerne wären, aber das ist auch in der Mache.
Ja, und damit dienen wir den Zielen Fachwissen erhalten, Binnenoptimierung und damit unserem Zukunftskonzept. Das sind die Zitate aus dem Zukunftskonzept. Natürlich geht es nicht nur um Fachwissen, sondern ganz viel auch um Erfahrungswissen, um Netzwerke und Ähnliches. Das erkläre ich beim Thema Wissenstransfer noch ein bisschen genauer. Ja, wir haben unser Wissensmanagement als Strategie mal formuliert und wir sagen, unser Wissensmanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz zur planvollen, praxisbezogenen Förderung von Wissenstransfer zwischen Personen, Wissensbewahrung in der Organisation und Generierung neuen Wissens, Innovation. Sie sehen unten auch in unserem Claim, wir haben innovativ ganz vorne in unserem Claim stehen und auch dafür kann ja Wissensmanagement was tun und kann unterstützen. Ganzheitlich bedeutet im Modell des Wissensmanagements, dass wir Mensch, Technik und Organisation immer gleichwertig betrachten. Planvoll bedeutet für uns, da sehen Sie so ein Modell, das kommt aus CAF, aus dem Qualitätsmanagement. Da werden eben verschiedene Aspekte der Organisation immer wieder betrachtet. Das heißt, wir wollen planvoll vorgehen und haben solche Modelle im Kopf dafür. Und praxisbezogen bedeutet eben bei uns, da wo ein Abgang oder ein Wechsel ist, gucken wir hin. Da wo Experten Schlüsselpositionen sind, gucken wir hin. Und bei dem Wissen in und aus Prozessen gucken wir hin. Ja, Wissensmanagement steht eben nicht alleine da. Den Bezug zum Qualitäts- und Prozessmanagement habe ich jetzt schon ganz oft erwähnt. Aber ganz wichtig ist eben auch die Kultur im Hause, die Kommunikation, die Grundsätze, die wir zur Führung haben, unser Strategie- und Planungsprozess. Natürlich unterstützt Wissensmanagement die Strategie. Dann ganz wichtig der Personalbereich mit insbesondere Kompetenzmanagement, Personalentwicklung. Und dann auch die Kontakte nach außen in Partnerschaften und Ressourcen. Auch da entsteht ganz viel Wissen, wird ganz viel Wissen gebraucht. Und das Ganze kann man eben nicht getrennt sehen. Wissensmanagement ist so ein Querschnittsthema. Und deswegen versuchen wir, den ganzheitlichen Ansatz hier zu fahren. Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Das war jetzt die Theorie. In der Praxis bedeutet, dass ich mich tagtäglich, was sind meine Aufgaben? Ich kümmere mich natürlich ums WIMA-System. Das muss betreut werden. Da müssen Anpassungen vorgenommen werden. Manchmal aus technischen Notwendigkeiten, aber auch ganz viel von der Nutzerseite her, was da gewünscht wird. Nutzerbetreuung ist natürlich auch ein Thema. Dann stehe ich da nicht alleine. Ich habe da WIMA-Promotoren. Die müssen als Team zusammengehalten werden, immer wieder in den Austausch gebracht werden. Die gehen wieder mit Angeboten, die wir zusammen erarbeiten, an die Nutzer. Und wir lernen ganz viel unterwegs und wollen das auch untereinander immer wieder weitergeben. Dann gibt es Wissenstransfers zu koordinieren. Ich führe auch selber natürlich welche durch. Und die gibt's, wollen wir auch reflektieren. Da gibt es auch dann Erfahrungsaustauschtreffen und so etwas zu organisieren, ist ebenfalls meine Aufgabe. Und natürlich das Wissensmanagement weiterzuentwickeln. Denn beim EWO-Wettbewerb wurde ja noch so ein bisschen vermisst bei uns, so die ganz konsequente Wissensorientierung der gesamten Organisation. Und da wollen wir natürlich noch hin. Und das ist auch meine Aufgabe, meinen Beitrag da zu leisten. Und da muss ich ganz viel in Kommunikation gehen mit der Strategie und mit verschiedenen Gruppen in der Organisation. Ja, hier sehen Sie jetzt die Infrastruktur, die wir haben. Vom Organigramm her bin ich angesiedelt im Bereich Personal, Z2 heißt das bei uns. Und da ist eben Wissensmanagement im Moment angesiedelt. Wir waren auch schon mal bei der Strategie, in Z1 war das dann damals. Jetzt ist es bei Personal und ja, das kann sich wieder ändern. Ich bin sowieso dafür, dass man Organigramme für die Organisation nutzt, aber die Grenzen dürfen nicht mauern und zementiert sein, das ist ganz klar. Der Präsident gibt hin und wieder direkten Input, auch zum Thema Wissensmanagement. Deswegen dieser Pfeil im Organigramm. Ja, und dann sehen Sie, dass auch die PE, Personalentwicklung, natürlich zu Z2 gehört. Und hier gibt es viele Berührungspunkte, selbstverständlich. Wir haben Berührungspunkte mit dem Qualitätsmanagement. Da sehen Sie oben den Kollegen, der dafür verantwortlich ist. Er ist auch für Prozess- und Projektmanagement verantwortlich. Dann spielt natürlich eine Rolle die IT-Strategie der HVWG, die auch gerade überarbeitet wird. Die wirkt sich auf uns direkt aus. Und dann sehen Sie unten rechts die Kommunikationskultur. Habe ich mal so das Deckblatt hier mit reingebracht. Und da steht eben was drin über, wie wollen wir kommunizieren, Teamarbeit, Netzwerke, Kompetenzcenter, all solche
Organisationsformen haben wir und die spielen alle für das Wissensmanagement eine ganz große Rolle. Und dann sehen Sie hier unsere verschiedenen Ämter mit den Gebäuden, verteilt über ganz Hessen. Und Sie sehen die Personen, das sind meine WIMA-Promotoren oder WIMAPs, wie wir uns kurz nennen. Und da, das ist mir ganz wichtig, dass Sie sehen, das sind Menschen, Menschen, die das Thema mit dem Herzen vorantragen, die überzeugt sind davon, dass Wissen teilen eine wertvolle Sache ist und dass man immer voneinander lernen kann und die das jeden Tag auch leben. Weil ohne Menschen geht es einfach nicht. Es ist einfach immer ganz persönlich, Wissensmanagement finde ich, ganz persönlich. Und es muss Leute geben, die das von Herzen vorantragen. Und das sind hier die Leute, die das in der HVBG tun. Hier einen ganz kurzen Blick auf unser Wissensmanagement-System. Da sehen Sie eben hier die Startseite. Da gibt es Aktuelles, Neuigkeiten. Ja, da kommen, das kennen Sie von Ihrem Intranet wahrscheinlich auch. Das sieht bei uns eben so aus. Jeder darf hier News einstellen und die Regeln, die gelten einfach genauso wie fürs schwarze Brett. Da gab es auch am Anfang mal Dinge, die ja nicht so günstig waren. Wenn jemand seine Colaflasche sucht, die er verloren hat, oder seinen Schlüssel, dann ist das nicht unbedingt hier eine Meldung für die erste Seite. Aber das regelt sich, hat sich ganz schnell geregelt bei uns. Da gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Das ist die aktuelle Seite. Dann gibt es aktuelle Termine für die HVBG und jeweils solch eine Seite gibt es auch für jedes Amt für Bodenmanagement nochmal, dass man auch, wenn man dorthin fährt, mal gucken kann, was ist da gerade los und was tut sich dort. Und wenn man eben Leute durchs Haus laufen sieht, wo man sich denkt, was machen die denn hier, dann kann man einfach mal auf die Termine schauen und dann klärt sich das meistens, was das für eine Gruppe ist. Ja, dann gibt es Toplinks, die in das System hineinführen oder auch zu anderen Systemen, die auf anderen Plattformen laufen, zu anderen Zwecken dienen. Auch hier habe ich nochmal die Kommunikationskultur aufgeführt, weil die nämlich genau regelt, welche Termine hier eingestellt werden müssen, welche Protokolle eingestellt werden im Bereich Zusammenarbeit. Und das Herzstück für uns WIMAPs ist natürlich die Wissensbasis der HVBG und da finden Sie relevante Vorschriften, eine Sammlung von Vorschriften, und das Wissen, das Beschäftigte mit Beschäftigten teilen. Und dieses Wissen wird in Form von Texten, Tabellen, Grafiken, Präsentationen, Videos und anderem fortgeschrieben. Das heißt, wir haben eben Wiki-Artikel und an diese Artikel kann man beliebig Bilder, in diese Artikel kann man Bilder hängen und an diese Artikel kann man beliebig Präsentationen, Videos und Ähnliches hängen und alles untereinander verknüpfen. Und auch hier gilt bei uns, jeder darf alles. Jeder darf alles ändern, löschen, ergänzen und so weiter. Und das dient auch ganz viel den Mitarbeitern, die eben in Kompetenzzentren oder in Netzwerken zusammenarbeiten. Da schafft sich hier einfach jeder so seine Plattform, wie er es braucht. Das kann von Linklisten, geht das über ja, ganze Portale, wo alles, was man zum Arbeiten in einem Fachbereich braucht, verknüpft ist. Externe Anwendungen, interne Handbücher und alles. Neuigkeitenseiten für genau diesen Bereich. Da sind manche Gruppen unglaublich aktiv und andere Gruppen wieder überhaupt nicht. Das ist sehr unterschiedlich und wir setzen da voll auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Wer da seine Inhalte einstellen will, einbringen will, die Nützlichkeit dieses Werkzeugs erkennt, der nutzt es und andere eben ganz wenig, nur zum Lesen und stellen selber kaum Informationen bereit. Auf diese Nutzergruppen gehen wir auch immer wieder zu und zeigen ihnen die Vorteile, was sie tun könnten. Manchmal werden sie auch von Nutzern des Systems getrieben, die dann sagen, Mensch, wir haben in unserem Bereich das und das und das wünschen wir uns jetzt von diesem Bereich auch, damit wir da besser zusammenarbeiten können und informiert sind. Ja, und dann entsteht eben manches. Dann habe ich hier mal die Seite, dass Sie ein bisschen sehen, Prozesse, was steckt da dahinter, was stellen wir im WIMA-System zur Verfügung. Wir haben eine Prozessbibliothek, da kann man auch filtern und sortieren, nach welche sind erkannt, dass sie bearbeitet werden müssen, welche sind abgenommen, welche sind schon eingeführt. Da gibt es so verschiedene Stadien. Und zu jedem Prozess gibt es dann eine Swimlane, die man abrufen kann. Und unser Ziel ist eben, dass wir jeweils diese blauen Kästchen, ist ja immer ein Prozessschritt in so einer Swimlane, und dass wir von jedem Prozessschritt dann vielleicht irgendwann mal auf einen Kernartikel im Wiki in der Wissensbasis verlinken, wo eben wichtige
Themen zu diesem Prozessschritt, Tipps und Tricks oder vielleicht eine Checkliste oder sowas hinterlegt sind. Das ist das Ziel, das gibt es noch nicht so viel, aber das wird kommen. Und natürlich sind auch die ganzen Leitfäden für Projektmanagement und sowas über das Wissensmanagementsystem verfügbar. Und man findet auf der entsprechenden Seite in der Wissensbasis auch die Ansprechpartner, die wesentlichen Projektschritte und ähnliches. Projekt habe ich jetzt gesagt, Prozess, Projekt. Für beide Bereiche gibt es Portalartikel, die die Methoden erklären, die die Leitfäden verlinken, die Ansprechpartner aufzählen und dann eben die Projekte und Prozesse, die es gibt, darstellen. Ja, das ist dieser Bereich. Und jetzt würde ich einsteigen in das Thema Wissenstransfer, um Ihnen mal vorzustellen, wie wir das hier machen. Wir haben hier, sehen Sie den Ablauf eines Wissenstransfers. Der Transfer muss ich vielleicht vorweg schicken, der wird angemeldet. Dann wird ein Transfercoach gefunden, der das begleitet, der geschult ist in der Methode. Und der Initiator, also wer verantwortlich ist, diesen Wissenstransfer zu starten, ist immer die Führungskraft von der Position, wo der Wissenstransfer stattfinden soll. Dementsprechend gibt es dann Vorgespräche, die finden zunächst mit dem Vorgesetzten statt, dann eben auch mit dem Wissensgeber und dann werden die Wissensnehmer eingebunden. Gibt es Vorgespräche, manchmal gibt es auch ein Kick-Off-Meeting, wo alle an einen Tisch zusammenkommen und sagen, darum geht es in diesem Wissenstransfer, das ist uns wichtig und hier wollen wir ganz besonderen Schwerpunkt drauf legen. Dann gibt es die Transfergespräche. Das sind in der Regel 2 bis 6 Termine. Für 2 Stunden werden die angesetzt, manchmal sind sie 2,5, manchmal auch kürzer, aber das ist so der Durchschnitt. Und dabei wird Dokumentation erstellt, zeige ich später auch, wie die aussehen kann. Und da wird auch ein Transferplan entwickelt. In den Transferplan kommen alle Aktionen, die außerhalb der Gespräche abgearbeitet werden. Also immer wenn es heißt im Gespräch, da müssten wir mal und da sollten wir mal dieses angucken oder das noch tiefer betrachten oder mal ins Archiv gehen oder mal diese Software genauer angucken. Das sind alles so Aktionen, die kommen auf den Transferplan und die werden dann meistens außerhalb dieser Gespräche abgearbeitet, manchmal in Begleitung des Transfercoaches und manchmal auch einfach von Wissensnehmer und Wissensgeber allein. Ja, und irgendwann kommt man dann zu einem Abschluss dieses Wissenstransfers und da wird nochmal geschaut, was alles erarbeitet wurde, was vielleicht noch offene Punkte sind. Da wird dann ein Vorgehen vereinbart für die offenen Punkte. Und dann kommen wir natürlich auch dahin, dass wir Prozess und Methode reflektieren und dazu zu einer kontinuierlichen Verbesserung beitragen. Ich habe das nochmal als Prozessbild hier. Wie gesagt, verantwortlich ist erstmal die Führungskraft, die diesen Transfer anmeldet. Dann geht es über an den Transfercoach, der wendet die Methode an. Transferplan wird ausgeführt und am Ende der Transfer reflektiert. Und Sie sehen jeweils dann, wer da Durchführer ist und wer Unterstützer ist und wer Genehmiger ist. Ja, ich hoffe, es ist ungefähr klar, wie wir das machen. Das ist auch tatsächlich dann in unsere Prozesse eingebunden, in Personalprozesse, wo eben steht, wenn Abgang ist, dann muss geprüft werden, ist das ein Transferfall und wenn ja, dann startet der Transfer. Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich vielleicht ein paar Geschichten auch erzähle, unsere Erfahrungen mit dem Ganzen. Beim Wissenstransfer bleiben wir erstmal beim Wissenstransfer. Jeder Transfer läuft komplett anders. Und meistens nicht nach Plan. Das ist wie mit so einer Billardkugel oder mit so einer Flipperkugel hier. Die schießen Sie los und Sie wissen nicht am Anfang, wo die hinläuft. Sie haben zwar einen Plan, aber das kann eben völlig anders kommen. Wir haben aber festgestellt, dass unsere Methoden einfach skalierbar sind und dass wir das tatsächlich schaffen, auf jeden Fall die Dinge maßzuschneidern. Dafür ist natürlich die Ausbildung der Transfercoaches ganz wichtig. Und dadurch, dass wir das offensichtlich ganz gut hinkriegen, haben wir eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit bei den Beteiligten. Und wir können eben einen Transfer begleiten, wo 30 Jahre Erfahrung in der Fernerkundung irgendwie auf den Punkt gebracht werden sollen. Genauso wie wenn ein Sachbearbeiter in Mutterschutz geht und es heißt, die und die und die Aktionen müssen aber weiter laufen. Und wie kann das gehen? Und wir dafür eben Dokumentation erstellen und einen Wissenstransfer an die Leute, die das in der Zeit machen. Das geht mit den gleichen, also nicht ganz jetzt mit der gleichen Methode. Das eine würde man narrativ angehen, das andere eher strukturiert.
Aber unsere Methoden tragen beides, diese ganze Spannweite, und sind skalierbar. Was haben wir gelernt aus dem WIMA-System und der Einführung dessen? Also beim WIMA-System waren die Ängste bei der Einführung unheimlich groß. Und wir haben gelernt, Software wird immer völlig unterschiedlich wahrgenommen. Die einen begrüßen das und sagen, oh, endlich was, wo wir über alle Ämter zusammenarbeiten können, eine Plattform haben, wo jeder endlich selber auch was verändern kann und nicht erst irgendwo anmelden und jemand, der dann mit der Software umgehen kann, der muss das umsetzen, sondern hier darf jeder selber, ganz toll. Und andere, die sagen, oh, noch ein System, wo ich mich einarbeiten muss, und Wissensmanagement, was ist das denn überhaupt? Schon wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also da sind total unterschiedliche Dinge, die auf einen zukommen, und die Ängste sind eben einfach total vielfältig. Man hängt sich gerne an Kleinigkeiten auf. Also da wird dann an der Präsentation, die man hält, um Wissensmanagement zu erklären und was man vorhat zu erklären, fällt dann sofort auf, dass da irgendein Komma fehlt oder so. Also jetzt mal ein extremes Beispiel. Aber es ist einfach so, man hängt sich gerne an Kleinigkeiten auf und sagt, ja, der Apfel ist aber nicht ganz rund und ich hätte ihn gerne ein bisschen runder. Oder es werden Äpfel mit Birnen verglichen, ja. Wir haben in unserem System eine ganz strenge Metadatenorientierung, also sprich, wir schmeißen alles in einen Topf und man filtert und sortiert immer wieder neu und sucht neu, und das funktioniert ausschließlich über Metadaten. Und das war natürlich, als wir es eingeführt haben vor vielen Jahren, auch noch völlig neu. Heute geht ja Microsoft auch dahin und sagt, es funktioniert alles über Metadaten. Jetzt wird das langsam so ein bisschen auch für Nicht-Dokumentare täglich Brot. Aber damals war das noch sehr neu und es ist auch für manche Leute immer noch sehr neu. Andere sind da auch sofort draufgesprungen und sagten, toll, dann kann ich immer genau das zusammenstellen, was ich brauche. Ja, und eben bei der Einführung des Systems war es wirklich ganz, ganz wichtig, die WIMA-Promotoren zu haben, die den Leuten das Tool nahegebracht haben und gesagt haben, guckt mal, das ist die Idee und das könnt ihr jetzt alles machen. Und ja, hier ist es umständlich zu klicken, aber komm, ich zeig's dir nochmal und du wirst es dann schon rauskriegen. Ja, und deswegen habe ich jetzt mal die Erfolgsfaktoren so zusammengestellt, die möglichst neutral formuliert, dass Sie sie auch in Ihrer Organisation anwenden und wiederfinden können. Bei der Einführung von Wissensmanagement, ganz, ganz wichtig, Rückhalt vom obersten Management. Also wenn Sie das so auf der Sachbearbeiterebene betreiben, dann werden Sie vermutlich auf der unteren Ebene auch ganz viele Leute überzeugen, die gerne mit Ihnen gehen. Aber wenn der Rückhalt von oben nicht da ist, dann wird es an irgendeiner Stelle schwierig. Spätestens natürlich dann, wenn Sie irgendwie Budget brauchen. Dann ist ganz wichtig die Einbindung in die Gesamtstrategie und in die Kultur. Man muss sich die Kultur wirklich genau angucken. Hier in der HVBG ist Wissen teilen tatsächlich Tradition. Und es ist auch relativ schwierig, sich jetzt ja, Karrierevorteile zu verschaffen, wenn man Wissen für sich behält. Deswegen ist hier der Kulturboden für Wissensmanagement sehr, sehr gut. Es muss in die Gesamtstrategie passen. Es wäre günstig, auch Wissensziele zu formulieren. Das ist etwas, was hier auch noch aussteht, was wir gerne noch tun möchten oder ja schon versuchsweise getan haben, aber es ist noch nicht offiziell in die Strategie mit eingebunden. Also es ist wichtig, dass eben das Wissensmanagement von der strategischen Seite her betrachtet wird und auch eingepasst wird. Und dazu ist ganz wichtig, dass man mit Rollen ganz bewusst umgeht, also zum Beispiel bei der Einführung von einem System Gremienbeteiligung. Das hat bei uns ganz gut geklappt. Wir haben von Anfang an den Personalrat und Frauenbeauftragte und ähnliche Schwerbehindertenvertretung und so weiter mit im Boot gehabt und sie frühzeitig informiert, was wir da vorhaben, was die Idee ist. Und es ist aber auch wichtig, ganz wichtig, die Rolle der Vorgesetzten, also die Rolle der Führungskräfte klar zu definieren. Was ist, wenn ich sowas einführe, ihre Rolle? Wo liegt bei wem? Liegt welche Verantwortung? Das ganz klar zu haben. Das hatten wir am Anfang nicht ganz so scharf formuliert und das ist uns dann später ein bisschen auf die Füße gefallen, mussten wir neu definieren und klarer machen und dann läuft sowas leichter, wenn man das von vornherein tut. Ja, Beteiligung, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Gremienbeteiligung, Pilotgruppen, mit denen man Dinge ausprobieren kann, sowas. Kommunikation ist ganz wichtig, nicht zu viel, nicht zu wenig, in der richtigen Art. Da muss man auch ganz auf seine Organisation gucken, was da gut ist. Ganz wichtig, das war bei uns beim WIMA-Systemeinführung auch ein bisschen holprig gelaufen.
beim Wissenstransfer-Einführung haben wir dann sehr darauf geachtet, was läuft im Hause noch alles? Was wird noch alles gerade umgekrempelt, neu gemacht, eingeführt? Dass Sie da gucken, dass das Zusammenspiel funktioniert. Das war eben, wie gesagt, bei uns ein bisschen schiefgegangen und dann wurde vieles auf das WIMA-System geschoben, was damit gar nichts zu tun hatte. Und man sah da eben, dass das WIMA-System Dinge verursacht hätte, die gar nichts damit zu tun hatten, weil andere Maßnahmen eben nicht geschmeckt haben, den Leuten Unannehmlichkeiten bereitet haben und man brachte das dann in Zusammenhang mit dem WIMA-System und das war für uns natürlich sehr, sehr schwer und ungünstig. Also immer drauf gucken, was läuft noch alles im Hause und damit sich einpassen, abstimmen und auch die Kommunikation danach ausrichten. Persönliches Engagement, habe ich schon gesagt, wenn es nicht Menschen gibt, die das von Herzen vorantragen, so theoretisch kann man das nicht einführen. Es müssen Menschen da sein, die es anderen Menschen begreiflich machen und begeistern dafür. Internes und externes Know-how, wir haben uns auch von externen Hilfe geholt und das war sehr gut. Und internes Know-how, da gibt es auch ganz viel, auf das man stößt und was man dann direkt, worauf man aufbauen kann, wo man auch Leute gewinnen kann, die einem helfen, die eigene Sache voranzutreiben. Ja, Menschen, wie gesagt, habe ich schon jetzt ganz oft gesagt, ganz wichtig, Ängste und Vorurteile kann man nur abbauen und Vertrauen aufbauen, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben. Was wir auch noch empfehlen, wenn Sie Wissensmanagement einführen wollen, absolute Freiwilligkeit hinsichtlich der Beteiligung hat sich bei uns absolut bewährt. Ist vielleicht nicht für jede Organisation das Richtige, aber bei uns ja. Die Kulturarbeit untereinander vernetzen, also wenn andere Menschen und Gruppen in ihrer Organisation auch an der Kultur arbeiten, mit denen zusammenarbeiten, dass man so eine gleiche Richtung hat, gleiche Vorstellung und vielleicht auch den Leuten gegenüber ähnlich auftritt, das hilft. Und ganz wichtig auch würdigen und aufgreifen, was schon da ist. Die Leute sagen natürlich, ja, Einarbeitung von Kollegen und Wissenssicherung, so haben wir schon immer gemacht. Ne? Jetzt kommt ihr da mit neuen Methoden, was soll das? Immer sagen, ja, natürlich habt ihr das schon gemacht und oft läuft das ja auch sehr gut. Wir wollen unterstützen da, wo Unterstützung gewünscht wird, wo Unterstützung sinnvoll erscheint und wir sehen das halt in diesen und diesen und diesen Fällen. Sehen Sie das anders? Also würdigen und aufgreifen, was schon da ist und dann darauf aufbauen. Irgendwo anfangen und dann aber planvoll weitergehen. Die Querschnittseigenschaften von Wissensmanagement nutzen, genauso wie von Qualitätsmanagement und Prozessmanagement. Da ist man immer überall in der Organisation aktiv und das einfach positiv nutzen und sich auf das Abenteuer einlassen, wie der Professor Nord sagt. Informationen in der Kommunikation über die Dinge, die man tut und tun will, hat sich bewährt, die klar zu machen, kurz, weil die Leute haben nicht viel Zeit, haben nicht viel Geduld, also kurz die machen und aber dafür oft wiederholen an passenden Stellen. Es muss natürlich schon passen. Man darf nicht da so ja, auf einmal nervig werden, dadurch, dass man ständig mit diesem Thema auftaucht und immer so eine positive Ausstrahlung haben. Das wollen wir versuchen und das ist, hat die und die positiven Effekte für Sie. Machen Sie doch einfach mit, probieren Sie es mit aus und wir sind auch bereit, Dinge wieder anders zu tun, wenn wir feststellen, dass sie so nicht funktionieren. Wenn man dann Erfolge hat, sollte man die auch sichtbar machen. Und ein bisschen feiern ist meine persönliche Meinung. Feiern ist in der Behörde nicht so das Übliche. Ich kenne das von meinen Rabobank-Zeiten und Roland-Berger-Zeiten ganz anders. Wenn da ein Projekt oder ein Deal gut funktioniert hat, dann hat man sofort den Prosecco aufgemacht. Das erlebt man jetzt hier nicht. Aber gucken Sie halt auch wieder, was passt für Ihre Organisation und in der Form, in der es passt, eben auch die Erfolge ein bisschen feiern. Geschichten erzählen, weil da wird nicht nur klar gemacht, die und die Nutzen hat etwas und den Aufwand, sondern einfach erzählen, wie haben Leute das angewendet, was wir hier anbieten und inwiefern waren sie begeistert, wie hat es ihnen genutzt. Das ist immer schön, wenn man solche Geschichten erzählen kann. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Folien zum Wissenstransfer, wie das genau aussehen kann. Die würde ich noch zeigen, außer es sind jetzt schon ganz viele Fragen aufgelaufen und wir wollen direkt in die Fragerunde einsteigen. Das könnten wir an der Stelle auch tun, frage ich jetzt mal die Moderatoren. Wie sieht's aus? Also es gibt schon Fragen, allerdings jetzt noch nicht wahnsinnig viele, aber vielleicht ganz kurz eine Frage so zur Unterbrechung, weil die zweite Frage, die es hier gibt, die bezieht sich dann auf den Transfer. Daher ist das vielleicht ganz günstig, aber eventuell die eine Frage von Herrn Schmidt, damit er da jetzt nicht Verständnisproblem hat. Herr Schmidt, möchten Sie Ihre Frage zu den Metadaten selber stellen?
kann ich gern machen. Mich würde interessieren, so ganz zwei, drei einfache Beispiele, was Sie da drunter verstehen und was Sie da reinbringen. Mhm. Eine andere Teilnehmerin oder Teilnehmer hat ja gesagt, Metadaten gleich Tagging. Ich glaube, das kann man beides zusammen beantworten. Einfach so ein praktisches Beispiel. Also als wir das Wissensmanagement eingeführt haben, das System jetzt, haben wir überlegt, mit was befüllen wir das am Anfang, was den Leuten direkt Nutzen bringt. Und da haben wir ganz am Anfang die A-Akten, also unsere Vorschriftensammlungen, eingestellt. Es war nämlich so, dass es die hauptsächlich, ja, die gab es schon elektronisch, aber im Prinzip hatte doch jeder seine Ausdrucke hinter sich im Schrank von den Vorschriften, die er am meisten brauchte, und gab keine Sammlung für die ganze Organisation, wo jeder darauf zugreifen konnte. Und das haben wir gemacht. Wir haben die ganzen Vorschriften eingestellt mit den aktenführenden Stellen zusammen und haben das auch im Volltext suchbar gemacht. Das war natürlich auch ganz neu, dass man im Volltext in der Vorschrift suchen konnte. Und jetzt ist es eben so, man kann im Volltext in der Vorschrift suchen und manchmal hilft das, manchmal kriegt man aber auch eine Ergebnisliste, mit der man überhaupt nichts anfangen kann. Und dann ist es eben besser, in diese Bibliothek der A-Akten einzusteigen und mit den Metadaten gezielt zu filtern. Und da kann ich dann zum Beispiel filtern und kann sagen, ich möchte jetzt mal alle Verwaltungsvorschriften für das Liegenschaftskataster. Und dann habe ich wirklich die komplette Sammlung aller Verwaltungsvorschriften für das Liegenschaftskataster. Und da sind eben die Metadaten, in dem Fall Liegenschaftskataster. Das ist Teil unseres Aktenplans. Wir haben bei der Gelegenheit auch den Aktenplan neu gemacht, überarbeitet und haben diesen Aktenplan sowohl aufs WIMA-System angewendet, als auch auf unseren File-Server, als auch eben für die Aktenzeichen, die vergeben werden. Und zwar haben wir ganz neu aufgesetzt, was tun wir in der HVBG, was sind unsere Aufgaben, und daraus eben so eine Taxonomie gebildet. Und die ist auch als Suchkriterium, als Metadatum in allen unseren Sammlungen, egal ob jetzt für Artikel, für A-Akten, für die Videos, für alles, haben wir diese Taxonomie als Metadatum hinterlegt. Und jedes Element, was hochgeladen wird ins WIMA-System, muss in diese Taxonomie einsortiert werden. Und dann kann ich natürlich filtern. Und so kann ich zum Beispiel auch, manchmal gucke ich mal, wenn ich für eine Präsentation irgendwelche Bilder brauche, dann kann ich auch einfach einen Begriff eingeben und auf Bilder klicken und dann sagen, oder ich gucke einfach mal alle Bilder und sage, ich möchte jetzt Bilder zu Geodateninfrastruktur. Ne? Und dann kriege ich Bilder angeboten im WIMA-System. Also das ist ein Metadatum, die Taxonomie. Dann haben wir natürlich Dokumenttypen. Da ist zum Beispiel die Verwaltungsvorschrift ein Dokumenttyp, aber es gibt auch Ablaufplan, Drehbuch ist auch ein Dokumenttyp zum Beispiel. Ja, also da haben wir so eine immer festgelegte Metadaten, die in einer hierarchischen Ordnung angewendet werden können, um Dinge zu filtern. Beantwortet das die Frage soweit? Ja, okay, herzlichen Dank. Mhm. Jetzt kann ich mir schon besser was drunter vorstellen. Ja, genau. Weil ich komme aus einer ganz anderen Ecke, nämlich Weiterbildung älterer zur Förderung Der bürgerschaftlichen Engagements. Also wir sind keine Behörde. Ja, dann gibt es natürlich auch Metadaten, die mit Datum zu tun haben. Also bei den Akten zum Beispiel das Gültigkeitsdatum, auch ein wichtiges Metadatum in dem Zusammenhang. Der Autor beziehungsweise Objektbesitzer, also der sich kümmert darum, dass die Sammlung aktuell gehalten wird und der sich um die Elemente kümmert, ist auch ein Metadatum. Also im Prinzip das, was Sie von der Bibliothek kennen, die Karteikarte, wo die Dinge draufstehen, die über das Element bekannt sind. Und danach kann man eben auch immer filtern und sortieren. Okay, herzlichen Dank. Meine Frage ist gut beantwortet. Oder? Ich wollte gerade an die Elke freigeben, dass sie hat noch eine Ergänzungsfrage gehabt. Ja, gerne. Also ich werde die Frage jetzt erstmal selber stellen, weil da gibt es mit der Mikrofonfreigabe, wie es scheint, Schwierigkeiten. Die Frage ist, wer gibt denn jetzt die Metadaten für ein neues Dokument? Also wer ordnet das jetzt zu? Ich habe ja verstanden, ihr habt in Taxonomie zentral festgelegt. Mhm. Und wenn man das jetzt hochlädt, wer lädt das hoch und wer vergibt die Daten? Hm? Ja, also es darf jeder Dinge hochladen und derjenige, der es hochlädt, vergibt auch die Metadaten. Das ist im Falle der Vorschriften, sind das die aktenführenden Stellen. Das ist in der Behörde so geregelt, dass eben gewisse Leute sich um diese Vorschriftensammlung kümmern und die vergeben auch die Metadaten. Für Dokumente, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Präsentation hochlade, dann vergebe ich als Autor und
Objektbesitzer diese Metadaten und ich kriege da einfach so ein, ja, so eine, wie eine Karteikarte, die ich ausfülle und da wird mir Verschiedenes angeboten. Es gibt Pflichtfelder und freiwillige Felder. Es gibt auch so ein freies Feld für Tagging, weil ich hatte gehört, da gibt es so eine Frage zu Tagging. Also Tagging gibt es zusätzlich zu diesen verwalteten Metadaten, gibt es auch ein freies Tagging, was man nutzen kann, um eben die Dinge wiederzufinden und filtern und sortieren zu können. Natürlich ist die Qualität der Suche total abhängig von diesen Metadaten. Wenn die falsch vergeben sind, ja, dann ist wie in der Bibliothek, dann steht das Buch im falschen Regal und dann taucht es nicht auf, wenn man da suchen geht. Das ist halt so. Unser Professor früher hat immer gesagt, das ist das GIGA-Prinzip, Garbage in, Garbage out. Ne? Wenn die Metadaten falsch vergeben sind, kommt es nicht wieder raus. Das ist richtig. Und deswegen werfen unsere WIMA-Promotoren auch immer mal einen Blick, so jede Woche mal einen Blick auf die neu eingestellten Elemente und gucken, ob es da grobe Diskrepanzen gibt. Die sind natürlich auch nicht Fachleute für jedes Fachgebiet, können das manchmal vielleicht auch gar nicht so beurteilen, aber sie sehen grob, passt das oder passt das nicht. Und wenn es nicht passt, gehen sie auf den Autor zu, der das hochgeladen hat, und erklären nochmal, wie wichtig die Metadaten sind und ob er das wirklich so gemeint hat. Kommt aber inzwischen recht selten vor. Die Leute kommen gut damit zurecht. Wir versuchen das ja auch klein zu halten. Es gibt nur ein paar Pflichtfelder und ja, nach ein bisschen Übung geht es. Dann passt ja vielleicht die Frage von der Gesa jetzt tatsächlich ganz gut. Da geht es nämlich um diese WIMAPs, die WIMA-Promotoren. Gesa, möchtest du selber? Also dann, vielleicht auch vielleicht würde ich die, mir genau. Steht wieder Mikrofonprobleme, vielleicht erkläre ich es einfach jetzt mal. Die Frage im Chat ist, sind die WIMA-Promotoren in den einzelnen Häusern ausschließlich für Wissensmanagement eingestellt oder andere Mitarbeiter, die das als Zusatzfunktion mit übernehmen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Diese Mitarbeiter sind über die Ämter verteilt, sodass wirklich vor Ort ein Ansprechpartner ist. Und die haben natürlich nur einen ganz kleinen Teil ihrer Arbeitszeit für diese Aufgabe zur Verfügung. Die machen ganz viele andere Dinge. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Das bereichert uns auch im WIMAP-Netzwerk immer sehr, dass die Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also manche haben hauptsächlich mit der Ausbildung zu tun, andere sind ITler. Dann gibt es wieder, ja, wir haben auch eine Frauenbeauftragte mit drin. Wir haben Leute, die tatsächlich in der Fachabteilung arbeiten. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich für uns als Netzwerk. Und nein, die haben wirklich nur einen kleinen Teil. Also das sind auf dem Papier, glaube ich, 2 Tage die Woche, die die theoretisch dafür zur Verfügung haben, aber praktisch ist das höchstens 1 Tag die Woche, die die tatsächlich dafür arbeiten. Und ja, in der Zeit machen die Nutzerbetreuung, sammeln Ideen zum Weiterentwickeln des Systems, machen Wissenstransfers, begleiten Wissenstransfers, ja, und all solche Dinge. Da habe ich jetzt tatsächlich gleich eine Anschlussfrage. Das finde ich nämlich auch sehr spannend und auch pragmatisch als Ansatz. Wie haben Sie denn diese WIMA-Promotoren gefunden? Haben die sich alle freiwillig gemeldet? Und wie einfach oder schwierig war es dann, die Führungskräfte auch mit ins Boot zu holen? Weil wenn ich höre, auf dem Papier 2 Tage die Woche oder de facto dann doch immerhin noch 1 Tag die Woche, da muss ja die Führungskraft auch mitspielen. Ja, das ist wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, man braucht den Rückhalt der obersten Führung, ne? Weil sie kriegen das natürlich nicht freiwillig. So einen Tag die Woche von einem Mitarbeiter, der in anderen Bereichen tätig ist, da muss schon von oben angeordnet werden, das wollen wir haben. Inzwischen ist die Notwendigkeit vollkommen eingesehen, inzwischen ist es auch kein Thema mehr, aber am Anfang war das ein sehr, sehr großes Thema natürlich, weil die Manpower ist wertvoll und man überlegt sich ganz genau, wo man die Leute einsetzt. Am Anfang wurden die mir geschickt, es wurde also gesagt, jedes Amt soll sich überlegen, wen er da schickt und da wurden ganz am Anfang die Leute geschickt, die mit dem Intranet sowieso schon zu tun hatten. Das hat sich aber auch über die Jahre gewandelt. Wir haben dann ziemliche Fluktuation, also nee, Fluktuation würde ich es jetzt gar nicht nennen, sondern es sind immer wieder, WIMA-Promotoren haben immer wieder gewechselt aus verschiedenen Gründen und dann kam auch so eine gewisse Freiwilligkeit rein. Dann konnte man sich auch, wenn ein WIMA-Promotor ausgeschieden ist, konnten sich andere Leute bewerben und sagen, ich würde das gerne machen. Also inzwischen habe ich wirklich nur noch freiwillige WIMA-Promotoren. Aber am Anfang war das durchaus so, dass die da saßen und nicht so genau wussten, was sie hier sollen. Und dann ja, lag es an mir, die von der Idee zu überzeugen, zu motivieren, mit denen als Team zusammenzuwachsen.
Und das muss ich sagen, war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch gelungen. Also heute versucht jeder zu diesen Treffen zu kommen. Da, also wenn jemand fehlt, dann hat er immer einen Grund, den er selber gar nicht haben will. Also ist immer sehr schön jetzt. Und die Führungskräfte zu überzeugen, diese Frage, das ist auch sehr unterschiedlich gewesen. Ganz klar, mancher hat die Idee sofort toll gefunden, fand es jetzt nicht so toll, dass ihm ein bisschen Manpower dafür verloren geht, aber ja. Und andere sind, es gibt auch heute noch welche, die so ein bisschen skeptisch sind und sagen, naja, BIMA-System ist ja ganz schön, aber ne, lohnt es wirklich den Aufwand so ungefähr. Das sind aber wirklich die wenigsten jetzt. Also auch da hab ich halt versucht, durch persönlichen Kontakt, durch Engagement, durch Überzeugungskraft da eine Brücke zu bauen und das ist in der Regel auch gelungen. Und heute, wie gesagt, wird gar nicht mehr diskutiert über diese Zeiten. Und ich melde mich dann einfach, wenn solche Dinge sind wie Migration der Software, dann brauchen wir diese 2 Tage die Woche natürlich auch mal wieder voll. Ne? Und dann kündige ich das an bei den oder bitte die Führungskräfte, dass sie das unterstützen, dass jetzt diese Arbeit auch geleistet werden kann. Und dann klappt das auch in der Regel. Also heute ist das nicht mehr schwierig. Aber am Anfang war das durchaus ein Thema. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich habe zwar etliche Fragen bei mir, aber mich würden die Detailansichten doch noch interessieren. Ja. Also würde ich. Genau, und dann beantworten wir vielleicht auch einige Fragen, die mit dem Wissenstransfer zusammenhängen, weil darum geht es hier. Ich habe einfach mal hier zusammengestellt, wie so eine Dokumentation in so einem Wissenstransfer aussehen kann. Da gibt es die Wissenslandkarte, die entsteht immer, außer jemand mag überhaupt kein Mindmap, dann haben wir auch schon mal ein Handbuch geschrieben. Das geht dann auch. Manchmal geht aber auch beides zusammen. Und in dieser Wissenslandkarte, das ist eben klassisches Mindmapping, da kommen die Themen in der ersten Ebene zur Sprache und dann wird verfeinert, dann werden Dokumente angehängt oder so Textboxen aufgemacht, wo nochmal Stichpunkte oder auch Folien reingeklebt werden aus Präsentationen, wichtige Fragestellungen und Antworten dazu notiert, Checklisten oder Ähnliches. Dann sieht man hier bei der ganz schön, da haben wir eben Schwerpunkte gesetzt, weil diese 2 Themen, das waren Themen, wo nur der Wissensgeber sich auskannte, niemand sonst, während bei den anderen Themen auch andere Leute noch Wissen hatten. Dann habe ich hier, markiere ich den grünen Fähnchen in diesem Fall, was im Aktionsplan, Themen, wo im Aktionsplan Aktionen standen, die korrespondieren. Ja, dann gibt es Querverbindungen, die kann man anzeigen zwischen Themen. Und da wird halt ganz viel festgehalten. Das ist einfach stichpunktartig eine Mitschrift. Das entlastet immer den Wissensgeber sehr, weil der sagt, oh toll, ich brauche ja nur zu erzählen, ne? Und alles andere macht der Transfercoach. Das ist wunderschön für den Wissensgeber. Und für den Wissensnehmer ist das auch gut, weil der kann sich ganz aufs Zuhören konzentrieren und Bilder in seinem Kopf entstehen lassen und Fragen formulieren und braucht sich nicht mit dem Mitschreiben aufhalten. Das macht dann der Transfercoach. Und natürlich fragt man dann zwischendurch, reicht Ihnen das? Möchten Sie da noch was mehr, weniger? Wie war die Abkürzung genau? Und so muss man zwischendurch mal fragen. Aber so kann das eben aussehen. Ja, und manchmal, wie gesagt, entstehen auch noch Handbücher oder Vorgangsbeschreibungen, Dinge, die nur alle 5 Jahre mal vorkommen und die man aufschreiben kann, wie es geht. Das versuchen wir dann eben auch und das wird hinterlegt und hier angehängt in die Map. Also eine Map ist eigentlich immer dabei. Die kann auch sehr klein sein, wenn man eine kleine Fragestellung hat. Die kann riesengroß sein. Da können auch Links rein zu Dokumenten, zu Webseiten, alles Mögliche. Da kann man auch Videos reinhängen oder Audios. Haben wir in Ausnahmefällen auch schon mal gemacht, dass jemand nochmal was erklärt hat und wir haben einfach das Audio da reingehängt. Was auch oft benutzt wird, sind Jahresübersichten. Hier sieht man halt, dass es so eine Daueraufgabe gibt, die man immer anschauen muss und dann gibt es eben diese blauen Themen, die tauchen im Frühjahr, im Sommer und im Herbst nochmal auf hier. Sowas ist auch immer sehr nützlich für einen Arbeitsplatz, wenn jemand neu kommt, dann sieht er hier direkt, ne, also hier brauche ich eigentlich keinen Urlaub nehmen, da habe ich ganz viel zu tun. Zur Strukturierung der Arbeit hilft das sehr. Was Sie hier sehen, ist eine Grafik. Eine Grafik kann helfen, Entwicklungen deutlich zu machen. In diesem Fall hier ging es eben um die Entwicklung in einem Fachbereich und da hat man mal von den 90er Jahren bis heute geguckt und festgestellt, ach guck, da gab es die und die Paradigmenwechsel in diesem Fachbereich, technische Dinge, Paradigmenwechsel, wie man Dinge eben bearbeitet. Dann gab es die und die Produkte, die wir entwickelt haben und wir hatten hier unten, das war nur für die Darstellung hier zu groß, auch noch die ganzen Partnerschaften und Kooperationen, die in der Zeit
gemacht wurden, aufgelistet und konnte dann sehen, dass sich das hier deutlich verstärkt hat. Und aus diesem Bild heraus hat dann der Wissensgeber gesagt, ja Mensch, wenn ich das so betrachte, der Stellenwert unseres Fachbereichs in der Gesamtorganisation hat sich komplett verändert in der Zeit. Wir sind vom Dienstleister jetzt quasi zum Führenden, was auch immer geworden. Also solche Entwicklungen dann mal aufzuzeigen, das kann oft auch eine Grafik helfen. Kernsätze können da formuliert werden, die kann man aber wieder gut in die Mindmap schreiben. Ja, was wir auch noch machen, ist manchmal schriftlich, manchmal eben nur im Gespräch, ist, dass wir zu den Themenbereichen, Unterbereich des Themas immer fragen, dann warum wird das gemacht? Also wo ist die gesetzliche Grundlage oder der Auftrag dazu? Und oder wie hat es sich entwickelt historisch? Und wozu? Also was ist das Ziel? Warum tue ich diese Tätigkeit? Was soll dabei hinten rauskommen? Was ist das Ergebnis, das Gewünschte? Und dann eben, was ist dabei wichtig im Prozess? Worauf muss ich achten? Kann ich das, dieses Erfahrungswissen, kann ich das in ein paar knackige Leitsätze fassen oder gibt es eben einfach Dinge, worauf ich drauf achten muss, Fristen oder Ähnliches. Das ist in jedem Arbeitsbereich dann was anderes. Und was wir auch ganz gerne fragen ist, wie hat das der Wissensgeber für sich organisiert, diese Aufgabe in diesem Themenbereich? Weil oft kommt dabei raus, ja, eigentlich würde ich das ja gerne ganz anders machen. Und ich habe auch schon mal versucht, das anders zu machen. Und da gab es dann die und die Schwierigkeiten. Oder aus diesen und diesen Gründen kann ich das im Moment noch nicht so tun, wie ich das gerne wollte. Das ist auch oft für den Wissensnehmer wirklich ein Schatz, der da drin steckt. Ja, und hier habe ich nochmal für Sie einfach nur den Transferplan, die Überschriften. Aktionsplan ganz normal, kennt man ja, was genau, wie misst man den Erfolg, wer mit wem. Und bis wann ist das Übliche? Aber wir haben noch eine Spalte. Wir fragen auch immer gleich, wie lange dauert das denn? Wenn Sie das machen, wie lange meinen Sie, brauchen Sie dafür? Geht es da um eine halbe Stunde oder geht es da um 2 Tage? Und wenn man das gleich miterfasst, kann man dann sinnvoll planen und wieder Tage blocken und ja, Termine verschicken. Ja, so mal ganz kurz oder recht ausführlich, wie Dokumentation aussehen kann in einem Wissenstransfer. Darf ich da? Ja. Direkt dazu fragen. Natürlich. Nochmal, da, wenn wir vielleicht nochmal auf die Folie zurückgehen. Was nutzt ihr zur Mindmap-Erstellung? Was nutzt ihr, um den Jahresplan zu erstellen oder die Grafik? Und hatte ich mir noch aufgeschrieben, was nutzt ihr für euer Wiki? Was? Ah, okay. Mhm. Die Software. Ja, also für die Mindmap nehmen wir tatsächlich Mindmanager. Jetzt haben inzwischen alle VMAPs auch den Mindmanager. Früher haben wir mit XMind gearbeitet. Das ist ein Freeware-Programm, was wir im IT-Pool haben, was jeder haben kann. Für Mindmanager muss man halt Lizenzen haben und die sind begrenzt. Aber der Mindmanager bietet die Möglichkeit, die Map, wenn sie dann fertig ist oder in welchem Stadium auch immer, es in ein HTML-Dokument umzuwandeln. Da kann man dann auf- und zuklappen. Man kann eben nur nichts dran schreiben und verändern. Aber für den, wenn eben jemand keinen Mindmanager hat, dann mache ich so eine HTML-Map und dann kann derjenige die Map auch benutzen. Und dann kann man sie zum Beispiel auch ins Wissensmanagementsystem einstellen, wenn es Sinn macht. Für die Grafiken, die habe ich handgestrickt in PowerPoint meistens. Die Jahresübersichten genauso, die habe ich mir so eine Vorlage gemacht und die ist handgestrickt und dann mache ich da einfach in PowerPoint diese Kästchen rein. Das ist jetzt nichts. Nichts Bahnbrechendes. Gibt es wahrscheinlich auch was Schickeres. Für Swimlanes, für Prozesse, wenn das wichtig ist, dann nutzen wir Visio. Ja, und ansonsten einfach Excel-Tabellen, Word-Tabellen. Genau, und der hat ja mit dem Wiki, Genau, für das Wissensmanagement-System haben wir SharePoint. Das war damals eine Entscheidung, weil der SharePoint in unserem Paket, was wir von der HCD, von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, hier nutzen, in dem Paket von Software war der mit drin und wir haben halt damals eine Software gesucht und dann sagte unser ITler im Projekt, sagte, ich habe da was, das entspricht eigentlich allen neuen Anforderungen, das könnt ihr nehmen. Ja, und das war dann halt der SharePoint. Ich weiß aber von den WIMA-Tagen und anderen Veranstaltungen, dass es sehr viele Organisationen gibt, die auch mit Confluence sehr gut arbeiten und sehr gerne arbeiten. Also da gibt es durchaus auch Alternativen. Gut, danke erstmal. So, ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon 11 Uhr. Nichtsdestotrotz, es ist super interessant und toll zu sehen, wie pragmatisch Sie da rangehen und wie gut es funktioniert. Deshalb will ich es jetzt auch nicht abbrechen.
brechen. Deshalb nur die kleine Erinnerung, dass wir eigentlich schon am Ende der Zeit angekommen sind. Aber wir machen jetzt trotzdem natürlich noch weiter. Die zwei Methoden lasse ich dann mal weg. Was ich noch kurz erwähnen wollte, ist, dass wir, als wir das Wissensmanagementsystem eingeführt haben, haben wir lauter so Vorträge vor Führungskräften und Versammlungen gehalten mit ganz normalen PowerPoint-Folien. Das haben wir dann versucht, beim Wissenstransfer anders zu machen. Wir haben versucht, die Methode direkt greifbar und erlebbar zu machen. Und wir haben eben so ein Interview uns ausgedacht zwischen zwei Leuten, wo einer eben fragt, ja, was wollt ihr denn da machen? Wissenstransfer, wozu ist denn das gut und so weiter? Haben da nur zwei Folien gezeigt und der Schwerpunkt lag auf dem Dialog. Und diesen Dialog haben wir dann vor Versammlungen auch vorgespielt quasi und haben dann aus dem Publikum Fragen aufgenommen, haben daraus direkt eine Mindmap vor den Leuten erstellt und so, dass sie die Methode quasi erlebt haben, wie so ein Wissenstransfer auch läuft. Und das haben wir, diese Dialoge, die wir vorgespielt haben, die haben wir auch als Audio dann ins Wissensmanagementsystem reingestellt. Ich habe das hier auch verknüpft, aber haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Das wollte ich nur noch mal sagen, dass wir versucht haben, die Methode direkt erlebbar zu machen. Und das ist sehr gut angekommen. Das ist für Sie, wenn Sie Wissensmanagement einführen wollen. Sie haben gerade so schön gesagt, Frau Vollmer, wir haben pragmatisch losgelegt. Genau, das war unser Ansatz. Wir haben irgendwo einfach mal angefangen. Und zwar da, wo es uns am meisten gedrückt hat, nämlich hier bei Wissensbewahrung und Wissensnutzung. Und haben dann planvoll weitergemacht und das Ganze im Blick behalten. Das haben wir heute noch, das Ganze im Blick. Wir sagen heute, ja, auf dieser Seite sind wir schon gut aufgestellt. Auf dieser Seite gibt es noch viel zu tun. Da wollen wir noch ran. Auch hier oben natürlich Wissensziele und unser Tun auch zu bewerten. Und ich finde diese Grafik von Romhardt und Probst sehr, sehr hilfreich in dem Fall, dass man weiß, wo ist man gerade aktiv und wo gibt es noch Potenzial und dass man einfach ungeniert an einer Ecke anfängt und wenn man das Ganze aber im Blick hat und weiß, das gehört alles zu Wissensmanagement, dann eben weitergeht. Mit den Querschnittseigenschaften des Wissensmanagements aktiv umgehen. Es ist eben so, dass Wissensmanagement geht ja im Prinzip von der Einrichtung des Büros. Ne? Wir haben in den Ämtern haben wir solche Kombizonen, wo die Kopierer stehen, wo es Kaffee gibt, wo Schränke in Kommunikationshöhe sind, wo man mal abstellen kann den Kaffee und sich mal mit Leuten unterhalten. Das haben wir auf den Ämtern und auch das trägt ja aktiv zum Wissensmanagement bei. Sowas haben wir zum Beispiel hier in Wiesbaden in der Landesbehörde gar nicht. Und man redet genauso mit den Qualitätsmanagern wie Prozessmanagern und überall greift man hat mit der Strategie zu tun, man hat mit Personalentwicklung, Fortbildung, Weiterbildung zu tun. Was machen Führungskräfte in Jahresgesprächen? Wie entwickeln sie Leute weiter? All das hat mit Wissensmanagement zu tun. Und deswegen ist man überall so ein bisschen mit drin und mit diesen Querschnittseigenschaften muss man aktiv umgehen. Ja, und dann sage ich Ihnen einfach, lassen Sie sich auf das Abenteuer ein, reflektieren Sie Ihr Tun und haben Sie auch ein bisschen Spaß dabei. Ganz, ganz vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Aber ich habe noch eine Frage, wenn niemand anders eine hat. Das war, wie gewinnt ihr die Transfercoaches und wie coacht ihr die oder arbeitet die ein? Die müssen ja jetzt eine gewisse Kompetenz doch mitbringen, wenn die Vermittlung des Wissenstransfer durchführen. Ja, ganz wichtig. Also zum einen, wir haben zwei Methoden, da sind wir jetzt nicht zugekommen. Wir haben einen narrativen Ansatz, wo wir quasi Erfahrungsräume öffnen und wo wir versuchen, ja, dem Wissensgeber selbst unbewusstes Erfahrungswissen zu heben. Und da sind prädestiniert unsere PEler, und zwar auch bestimmte geschulte PEler, die Prozessbegleiter sind, die Prozesstrainer sind. Die haben ja die Haltung, die haben ganz viel über Kommunikation gelernt und ganz viel über den Umgang mit Menschen, sodass die prädestiniert sind, solche narrativen Transfers zu begleiten. Und die haben wir, da haben wir einige ausgewählt und die haben, also die auch Interesse an diesem Tätigkeit haben und die sind dann nochmal geschult worden von jemand extern, der sowas als Freiberufler betreibt. Also der narrative Methode eben ja durch und durch kann. Und er hat uns oder sie hat uns da geschult und das beigebracht. Dann haben wir den strukturierten Ansatz.
Auch da ist bei uns die Mindmap leer. Es gibt ja strukturierte Ansätze, wo die Grobkategorien schon vorgegeben werden. Das machen wir nicht, sondern die Struktur kommt für uns immer vom Wissensgeber. Das heißt, wir fragen den Wissensgeber am Anfang, was ist eine Dampfmaschine, was machen Sie denn eigentlich, was ist Ihre Aufgabe hier und welche Teilbereiche, Arbeitsgebiete gibt es da? Und das ist dann die Struktur, an der wir uns dann entlanghangeln, wenn wir die Dinge tiefer betrachten. Und das machen auch die WIMA-Promotoren. Die können das auch, also nicht alle. Auch da kommt es darauf an, dass man das will, dass man das kann, dass man Spaß hat am Kommunizieren, ein bisschen gut mitschreiben kann, dass das, was man mitschreibt, die Leute sagen, ja, das ist es, ne? Das kann man üben, das kann man lernen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, ein bisschen Begabung muss man dafür mitbringen und auch so eine Kommunikation Spaß dran hat, das Gespräch am Laufen zu halten und ganz, ganz wichtig halt die Haltung diesem Wissensgeber gegenüber, einfach Offenheit mitzubringen, die Person in den Mittelpunkt zu stellen und dementsprechend da reagieren zu können und mit den Menschen zusammen einfach ins Erzählen zu kommen, in die Analyse zu kommen, in die Reflexion zu kommen. Da muss man auch einfach Spaß dran haben. Da gibt es manche Leute, die haben eben nicht so Spaß daran. Die haben Spaß daran, HTML zu programmieren und das WIMA-System voranzubringen. Beantwortet das die Frage? Ja, das beantwortet die Frage sehr schön. Also was für mich noch sehr spannend war, ist, dass quasi jede Mindmap komplett von Null beginnt, ja. Weil ich das häufig kenne, dass man so eine Vorlage hat. Haben die im Hintergrund jetzt eure WIMAPs oder hier die Transfercoaches, welche Themen damit angesprochen werden können? Also dass die praktisch eine Richtlinie haben, welche Zweige wären denn so einer Mindmap wahrscheinlich? Die sollte man nicht vergessen. Oder geht das tatsächlich von Null los? Es geht tatsächlich von Null los. Und auch wenn ich die Transfercoaches schule, sage ich immer, verlasst euch drauf, wenn ihr den Raum schafft, wenn ihr den Bezug zur Person herkriegt, wenn dann Vertrauen entsteht und der anfängt zu erzählen, dann wird alles hochkommen, was wichtig ist. Mhm. Und wenn ihr dann auch noch die Zeit habt, da ist es halt manchmal, dass die Führungskräfte so einen Transfer sehr spät anmelden und man am Ende entsteht irgendwie Hektik. Das darf halt nicht sein, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, dann kommt auch alles hoch. Wenn aber die Rahmenbedingungen mal nicht so gut sind und man wirklich mal gucken muss, haben wir jetzt alles auch tatsächlich abgehakt und irgendwie Zeitdruck entsteht, dann haben die natürlich so eine Modell-Mindmap, sage ich mal, wo sie gucken können als Checkliste, hatten wir das alles schon. Ja. Aber die Vorgehensweise ist an sich, es wirklich kommen zu lassen vom Wissensgeber. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kommt auch alles, immer wieder. Und manchmal ist auch das eine gar nicht so wichtig und andere Dinge sind viel wichtiger in dem Transfer. Und dafür schaffen wir den Raum. Also das lassen wir offen, was wirklich wichtig ist in diesem Transfer. Gut, also ganz vielen Dank. Die Alexandra hatte jetzt noch eine Frage gehabt. Du kannst dich selber laut schalten. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie werden denn die Mitarbeiter ausgewählt, für die ein Wissenstransfer organisiert wird? Oder macht ihr das für alle ausscheidenden oder die Position wechselnden Mitarbeiter? Also die Führungskräfte sind verantwortlich, die Führungskräfte immer von der Position, wo ein Wechsel oder ein Ausscheiden stattfindet oder eine temporäre Abwesenheit, die müssen das entscheiden. Dann entscheiden die das für sich, manchmal kriegen die auch schon vom Team, die Teams haben schon mitgekriegt, ja, dass es das gibt, die Methode, viele waren schon involviert irgendwie und sagen, Mensch, da hätten wir aber gerne einen Wissenstransfer, also der Impuls kommt auch oft von den Teams inzwischen. Aber verantwortlich ist tatsächlich die Führungskraft und die meldet dann den Transfer bei mir an und wir gucken dann, welche Methode geeignet ist, welcher Transfercoach geeignet ist. Also das sind die Hauptverantwortlichen. Wir haben aber auch innerhalb der Führungskräfteentwicklung mal versucht, diese Schlüsselpositionen, die wir haben, wo eben kein Wechsel ansteht, zu identifizieren. Und dann haben wir daraus eine Liste gemacht und gesagt, diese Positionen, diese Personen, da sollte auf alle Fälle in irgendeiner Form Wissenstransfer stattfinden. Und auch da ist aber die Verantwortung bei der Führungskraft, das dann tatsächlich anzustoßen. Aber diese Liste gibt es. Okay, super, danke. Bitte. Also ganz, ganz vielen Dank. Vielleicht ist noch eine allerletzte Frage, die ich das habe. Ich finde das natürlich total faszinierend, dass so die Führung jetzt so dahinter steht und das Ganze unterstützt und macht, weil ich das für sehr wichtig halte. Gab es da irgendwo Punkte, wo das wichtig war, die zu überzeugen? Oder hattet ihr von Anfang an einen Präsidenten, der da voll dahinter stand und das deswegen doch einfacher war als vielleicht in anderen Organisationen bisher?
Also wir haben einen Präsidenten, der voll dahinter steht, und wir hatten aber auch einen stellvertretenden Präsidenten, der auch Abteilungsleiter der Abteilung Z, also wo eben Personal und Organisation und sowas drunter fällt, war. Und der hat das wirklich vorangetrieben, ganz, ganz stark in der Einführung. Und bei der mittleren Führungsebene ist es nach wie vor so, das kennen Sie alle von Ihren Organisationen, dass man da solche und solche hat. Und da ist auch immer noch Information und Marketing und Überzeugung notwendig, immer wieder. Das ist ganz klar. Aber es gibt eben viele Führungskräfte, die es für sich entdeckt haben und gesagt haben, prima, dann brauche ich mich ja nur um den Anstoß zu kümmern und der Rest läuft von selber. Und am Ende kriege ich sogar noch erzählt, was dabei rausgekommen ist. Die nehmen das eben wie bei jeder Methode. Manche nehmen es mit Handkuss und andere muss man erst ein bisschen überzeugen. Viele müssen es einfach mal erlebt haben. Müssen es einfach erlebt haben und ihre Mitarbeiter müssen ihnen Rückmeldung gegeben haben. So und so war es für uns und es war klasse und es hat was geholfen. Und dann sind sie auch überzeugt. Das ist, ja, man muss es einfach mal erlebt haben und dann steht man dem wieder anders gegenüber. Also ich sehe auch keine weiteren Fragen hier mehr. Wir liegen auch schon deutlich über der Zeit. Also bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den sehr interessanten Vortrag. Ich fand das extrem spannend, was ihr alles macht. Also vielen Dank und einen schönen Tag noch. Und auch vielen Dank an alle Teilnehmer, die Zeit hatten, hier mit dabei zu sein und auch entsprechende Fragen mitzustellen. Ja, einen guten Freitag, den 13. Genau.